Herzlich willkommen bei diesem Monatshoroskop Mai 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession und berechnen die Horoskope anders. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Ich biete diese Monatshoroskopen als Blitzberatung an, nur für 10 Euro. Schweiz ist etwas mehr wegen die Bankgebühren. Liebe Salia, ich grüße dich. Das Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in ein Geburtshoroskop, ändert sich nichts, aber gar nichts. Das zeigt die Sternenhimmel über dir in dem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Das ist ein Seelenplan und das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. In diesem Bild, in diesem Geburtshoroskop möchte ich die beiden Mondknoten erklären. Die beiden bilden sich eine Drache. Aber diese Drache ist getrennt, die Kopf wurde abgeschnitten und wir kennen nur einen Teil davon. Und das ist dieser Drachenkörper oder absteigende Mondknoten oder Ketu nennt man das. Das hast du hier im Löwe im 11. Lebensbereich. Da hast du die Erinnerungen, die karmischen Erinnerungen. Natürlich, Löwe steht im Mittelpunkt, in Öffentlichkeit. Hast du aber hier Themen auch, die Wünsche, Sehnsüchte, Hoffnungen. Hast du das wirklich verwirklicht? Oder hast du das nicht umgesetzt im Tat, ist hier die Frage. Oder wie war die Verbindung zu deinem Freundeskreis oder Gruppe von Menschen? Hast du da die Anerkennung, Respekt bekommen oder haben sie dich verhindert bei diesem Erfolg? Hier stellen wir die Frage, hier hast du karmische Erfahrungen. Und die aufsteigende Mondknoten oder Drachenkopf zeigt den Weg und deine Seele sucht das. Die Seele ist auf die Suche, das zu finden. Und das findest du im Wassermann und da brauchst du deine Ideen zu verwirklichen. Dann brauchst du das Gefühl, einzigartig zu sein, außergewöhnlich zu sein und verwirklichst deine Träume mit dieser Energie, was hier die fünfte Lebensbereich dir vermittelt, spielerisch. Leb diese Kreativität, gestalte etwas, sei kreativ. Das hat mit Kindern auch was zu tun. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sich und diese Bewegung nennt man Transit. Und dieser Transit löst etwas aus im Horoskop. Und genau das schauen wir an bei diesem Monatshoroskop. Bei Sonnenbewegung muss ich das genau beschreiben, weil die Bewegung macht eigentlich gar nicht die Sonne. Also diese Art von Bewegung, sondern das macht unseren Planet Erde. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. In deinem Geburtshoroskop befindet sich unser Planet Erde hier im Widder. Und das bedeutet für dich, hier manifestiert sich etwas und das ist Liebe, Partnerschaft. Gaia ist unser Planet Erde. 1. Mai befindet sich Sonne im Widder. Das symbolisiert erstens Neuanfang, außerdem die Monatsthema. Und bei dir ist die Monatsthema Liebe, Partnerschaft. Uranus bewegt sich auch hier länger als die Sonne, ziemlich lang sogar. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen und das erlebst du in die Liebe-Partnerschaft. Manchmal kommt das plötzlich unerwartet. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Mit Mars-Energie setzen wir durch.
Mars ist männlich und hat auch mit Männern was zu tun. Kontakt, Begegnung mit Männern. Das kann Partner sein oder ein Wunschpartner, aber auch eine nette Nachbar oder ein Kollege. Mars bewegt sich im Stier. Wo sollst du dich einsetzen? Das sind erbschaftliche Situationen oder die Finanzen in Ordnung bringen. Außerdem ist wichtig, dass du Kraft zeigst und kannst du dich behaupten. Dann kommt die Stierenergie dazu, die Ruhe, das Leben zu genießen. Und im Ruhe liegt die Kraft, das ist zurzeit dann auch wichtig. Jupiter vergrößert etwas, vermehrt etwas. Jupiter bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Und das hat mit Werten was zu tun und hat einen Einfluss auf deine Finanzen. Jupiter bringt auch Glück. Aber Jupiter ist momentan rückläufig. Und das heißt, halte das Geld zurück. Weil mit Jupiter-Energie neigen wir dazu, etwas übertreiben. Und das ist nicht nur die Geldeinnahme, sondern auch die Geldausgabe. Und bei Rückläufigkeit achte darauf, dass du jetzt die Geld jetzt zurückhältst. Trotzdem liegt das sehr gut da und brauchst auch diese optimistische Haltung. Achte auf die Werte, Wertschätzung und Finanzen und Jupiter bringt dir Glück und es kann auch ein Glücksfall oder Gewinn sein. Saturn ist der Planet des Schicksals. Durch Saturn Einfluss haben wir schicksalhafte Veränderungen oder treffen wir schicksalhafte Entscheidungen oder haben wir schicksalhafte Begegnungen. Saturn hütet auch die Karma, also aktiviert auch karmische Themen. Saturn bewegt sich im Schütze. Nicht nur Saturn ist hier im Schütze, sondern die absteigenden Mondknoten. Weil diese beiden Mondknoten, sie bewegen sich aber auch. Und Ketu, diese absteigende Mondknoten, was die alten karmischen Erinnerungen hervorruft, bewegt sich dieses Jahr und Jahr 2020 immer noch hier im Schütze. Und hier kommen die karmischen Erinnerungen. Und Rahu, dieser Drachenkopf, was wir gerade suchen, bewegt sich in Tierkreiszeichen Zwillinge hier und aktiviert bei dir hier Themen, die suchen nach etwas. Das ist dein spiritueller Weg oder dein Glaube, also religiösen Themen oder Ausland und Auslandskontakte, eventuell Bildung, eine höhere Bildung. Also Saturn ist hier im Schütze, Saturn ist rückläufig. Das kann bedeuten, das bremst etwas. Oder Rückläufigkeit bedeutet auch Vergangenheit, oft auch karmische Themen. Hier in diesem Lebensbereich lernst du dich behaupten gegen Konkurrenten, Rivalen. Hier kommen auch die Erinnerungen an die Schulzeit, wie hast du das damals erlebt? Könntest du dich behaupten gegen Geschwister oder anderen Kinder? Oder haben sie dich auf die Seite geschoben? Hier lernt man das auch, sich zu behaupten. Außerdem sind hier Themen wie Informationen, ein Austausch von Informationen über Medien oder über Internet. Hier kommen noch Themen dazu wie Lernen, etwas Schulungen und Bildung und Kontakte zum Verwandten und Nachbarn, kleine Reisen, kleinere Veränderungen. Dazu kommt noch die Schütze-Energie dazu. Schütze steht in Verbindung zum Ausland und Reisen oder Neuorientierung. Pluto befindet sich auch hier. Und Pluto zeigt etwas Wichtiges, alles oder nichts. Bei Pluto gibt es kein Vielleicht. Nein, Pluto bringt das auf den Punkt und konzentriert auf den Wesentlichen und zeigt uns diese Kraft, diese Überzeugungskraft, diese inneren Kraft,
von alles loslassen, trennen, kündigen, verabschieden, was unserem Energie raubt oder unserem Zeit, all das, was dich nervt oder im Weg steht. Und hier hast du Themen auch mit Verwandten. Neptun lässt unsere Träume leben. Vorausgesetzt ist, wir glauben das. Neptun befindet sich in Wassermann und das ist die Ideenreichtum und ein Weitblick im Zeitvorausdenkende. Und hier im fünften Lebensbereich hast du auch karmischen Themen. Das ist die Suche, die deine Seele sucht, diese Richtung. Hier kannst du dich verwirklichen, behaupten und das befreit dich auch. Und hast du Themen mit Kindern oder mit Lebensfreude. Venus verschönert etwas, bringt etwas in Harmonie. Alles, was schön ist, steht in Venus-Energie. Venus ist auch der Planet der Liebe, also aktiviert Thema wie Liebe. Venus ist weiblich, zeigt unserer eigenen Weiblichkeit, auch unserem Aussehen. Bei Venus-Einfluss ist möglich, dass wir ein schönes Kleid kaufen oder gehen wir zum Friseur, Kosmetik, achten wir auf die Körperpflege. Venus ist weiblich, bedeutet auch eine Frau. Durch diesen Transit, durch diese Bewegung ist es auch möglich, dass wir Kontakt haben zu einer Frau oder mehreren Frauen und das hat eine Bedeutung. Venus befindet sich in Fischen und aktiviert Themen Arbeit, Alltag. Entweder zeigt deine Kreativität in Arbeit oder hast du im Alltag oder im beruflichen Umfeld Kontakt mit einer Frau. Hier ist auch Gesundheit, das kann auch Arzttermin sein im Frauenarzt. Merkur bewegt sich auch hier in Fischen, das sind Gespräche, Terminen oder ein Vertrag. Entweder betrifft die Arbeit oder die Gesundheitszustand und Mond ist auch hier. Mond hat einen Einfluss auf unseren Alltag, beeinflusst auch unsere Gefühle, sorgt für kleineren Veränderungen. Mond ist auch die Empfängnis, also hat mit Mütterlichkeit was zu tun oder die Verbindung zu unserer Mutter. Sonne symbolisiert der Vater. Mond symbolisiert die Mutter, also kommen auch Mutterthemen bei Mondenergie. Oder unserem Träumen, unserem Unbewussten wird auch aktiviert. 2. Mai steht Mond in Verbindung zum Venus und das heißt, die wirken zusammen, können gar nicht getrennt wirken und das heißt, Thema Liebe, Partnerschaft und die Gefühle sind wichtig oder Kontakt zu einer Frau und durch diese Verbindung, und das kann im Bereich Arbeit sein, dass das etwas löst aus in deinen Gefühlen. 3. Mai steht Mond mit Merkur in Verbindung. Das handelt sich um Gespräche und das soll intuitiv sein oder Gespräche über Gefühle oder die Gespräche sind sehr Gefühl oder eine Nachricht beeinflusst unseren Gefühlszustand. 4. Mai ist Neumond und das heißt, Mond übergeht im Widder und trifft mit der Sonne. Und das erlebst du hier im 7. Lebensbereich, wo um Verträge geht oder um Liebe, Partnerschaft geht. Bei Widderenergie kann das auch ein Neuanfang sein. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation. Themen sind Partnerschaft, Verträgen und Neuanfang. Dieser Neumond ist exakt 23.46 Uhr. 5. Mai übergeht Merkur im Widder. Das kann eine Nachricht bedeuten oder Gespräche über Gefühle, über Liebe, über Partnerschaft. 6. Mai übergeht Mond im Stier. Da sind natürlich die Stierthemen auch wichtig, wie die Ruhe bewahren, das Leben genießen. Das braucht das Gefühl Mond, Energie, das Gefühl verlangt danach. Oder sind das Themen wie Loslassen? Stier möchte aber etwas festhalten und hier Entscheidungen treffen.
wovon solltest du verabschieden oder was sollst du befestigen? Natürlich kommt auch Themen dazu wie Erbschaft oder ämtlichen Themen, besonders wenn das um Geld geht. 7. Mai übergeht Mars in Zwillinge. Mars zeigt die Kraft, dich zu behaupten oder durchsetzen. Themen sind religiöse Themen, Spiritualität, Bildung, Prüfungen oder Auslandskontakte. Mars ist natürlich auch männlich, kann auch ein Mann bedeuten, dass du einen Mann kennenlernst auf eine Reise oder macht ihr eine gemeinsame Reise oder hast du Kontakt zum Ausland mit einer männlichen Person oder Besuch von Ausland. 8. Mai übergeht Mond auch in den Zwillingen und bilden sich eine sogenannte Konjunktion, Mars und Mond. Und das heißt, sie wirken zusammen. Natürlich kann das eine männliche Person sein, wo ein großer Einfluss auf deine Gefühle hat oder kommt eine kleinere Veränderung. Aber Mars ist auch der Impuls und in dem Moment handeln wir sehr emotional. Wenn das um Begeisterung geht oder wenn das um Liebe geht, dann ist das wundervoll, weil das ist schöpferisch. Aber kann auch Wut auslösen und dann sollen wir unseren Gefühlen in Zaum halten. Im selben Tag steht Merkur mit Uranus in Verbindung und das ist eine Nachricht, das kommt unerwartet oder durch diese Nachricht ändert sich etwas. Thema ist ein Neuanfang oder Liebe, Partnerschaft. 10. Mai übergeht Mond im Krebs. Mond fühlt sich im Krebs wohl, weil Mond herrscht über die Tierkreiszeichen Krebs. Hier handelt es sich um Themen wie Öffentlichkeit. Krebs ist eher zurückhaltend. Aber höre auf dein Gefühl. Krebs hat dieses Feingefühl verspüren, wann ist der richtige Augenblick zum Handeln und wann ist besser noch abwarten, zurückhaltend sein. Also höre auf deine Intuition. Sollst du in die Öffentlichkeit sein oder etwas veröffentlichen oder sollst du eher zurückhaltend sein? Handeln hier intuitiv zeigt hier die Mondenergie und das hat mit deinen Gefühlen auch etwas zu tun. Natürlich, hier handelt es sich auch um Ziele, das kann familiäre Themen sein bei Krebs oder Selbstständigkeit und das kann auch deine Berufung sein. Am 11. Mai übergeht Venus im Widder. Venus ist die Liebesplanet. Und aktiviert bei dir Liebe, Partnerschaft, bei Widderenergie kann das auch ein Neuanfang sein. 12. Mai ist Halbmond im Krebs. Halbmond ist Spannung, Unsicherheit. Und das erlebst du hier. Hier bekommst du auch Anerkennung. In diesem Tag ist auch möglich, dass es zu wenig Anerkennung kommt und du hast verletzte Gefühle und Krebs neigt dazu, zurückzuziehen. Es fehlt hier die Erde-Element in diesem Tag. Und das heißt, fehlt die Stabilität, die Sicherheit, fehlt die Bestätigung. Dieser Halbmond ist exakt 2:12. 13. Mai übergeht Mond im Löwen und aktiviert Themen, auch karmischen Themen, aber auch deine Wünsche, Hoffnungen oder die Verbindung zu Freunden, Bekannten oder einer Gruppe von Menschen, die gleichgesinnt sind. 15. Mai übergeht Mond im Jungfrau. Hier sind karmische Themen. Hier schaut man in die Tiefe und erkennt die Ursache nach etwas. Oft die Ursache zum Erkrankungen. Oder untersucht man etwas, gerade im Jungfrau. Jungfrau hat auch diese Begabung, aber ist gleichzeitig auch Heilung. Jungfrau vermittelt auch Heilenergie.
16. Mai übergeht Sonne im Stier. Kommt ein neues Monatsthema. Und das sind die Stierthemen, wie die Ruhe bewahren, das Leben genießen, etwas verschönern, auch in Umgebung oder wertvolle Dinge in Besitz nehmen oder um Finanzen kümmern. Aber Stier neigt dazu, etwas festzuhalten. Stier neigt manchmal zum Besitz ergreifend zu sein oder Eifersucht. Und hier im 8. Lebensbereich handelt es sich auch um diese Transformation von diesen Gefühlen, verabschieden, loslassen, das befreit auch. Dazu kommen noch Themen, das ist auch möglich, Erbschaft oder ämtlichen Themen, was mit Geld zu tun hat. 17. Mai übergeht Mond im Waage. Du hast Waage Aszendent. Also hat ein Einfluss auf deine Persönlichkeit. Entweder nimmst alles mit Gefühlen wahr oder hast du Einflüsse von außen und das beeinflusst deinen Gefühlen oder ändert sich etwas in deiner Einstellung, dein Auftreten in deiner Persönlichkeit oder dein Aussehen. 18. Mai ist Vollmond im Waage. Vollmond beleuchtet etwas und zeigt, schaut genau hin. Und das ist dein Aussehen, dein Auftreten, deine Persönlichkeit. Dieser Vollmond ist exakt 22 Uhr 11 Minuten. Im selben Tag steht Venus mit Uranus in Verbindung hier im Bereich Partnerschaft. Bei Venus-Energie handelt es sich um Liebe, bei Uranus kommen Veränderungen, unerwartete Ereignisse oder außergewöhnliche Begegnungen. 19. Mai übergeht Merkur im Stier. Merkur steht für Jugend. Das kann auch bedeuten, dass du veränderst etwas in deiner Einstellung oder Aussehen, eine ganz andere Ausstrahlung, eine jugendliche Ausstrahlung. Hier in diesem Bereich handelt es sich um erbschaftliche Situationen oder ämtlichen Themen, handelt es sich um Finanzen und Verträgen und Merkur kann auch genau das auch aktivieren, dass du einen Vertrag unterschreibst, dass du Termine hast im Finanzamt oder Banken oder Versicherungen. Im selben Tag übergeht Mond in Skorpion und aktiviert bei dir Thema Werte, Wertschätzung, Finanzen. Aber achte auf die Skorpion-Energie auch. Hier handelt es sich um unsere Gefühle auch. Skorpion gehört zum Wasserelement und Wasserelement hat immer mit Gefühlen was zu tun. Wie Verlustangst oder Schuldgefühl, von diesen Gefühlen loslassen. Weil Schuldgefühl erzeugt Schulden und Verlustangst erzeugt Verlust, auch Geldverlust. Also bitte auf die Gefühle achten und Thema ist noch Werte, Wertschätzung und Finanzen. Wir haben gerade eine abnehmende Mondphase und das eignet sich nicht unbedingt jetzt Geld investieren, sondern diese abnehmende Mondphase eher von diesen Gefühlen verabschieden. 20. Mai steht Mond mit Jupiter in Verbindung. Wenn du auf deinen Gefühlen achtest und dieser Schuldgefühl oder Verlustangst überwinden kannst, dann kann Mond Jupiter etwas auslösen, dass diese Hindernisse auf dem Weg geräumt sind und verbessert sich dadurch die Finanzen. 21. Mai übergeht Mond im Schütze, aktiviert Themen, Bildung, etwas Lernen oder Lernen der Schule, des Lebens oder Kontakte im Internet, Medien, Austausch von Informationen, Verbindung zum Verwandten, kleinere Veränderungen in deiner vertrauten Umgebung oder eine kleine Reise.
22. Mai steht Mond mit Saturn in Verbindung. Saturn ist zwar rückläufig, entweder gibt es noch Themen in Vergangenheit oder wenn du vorhast, eine kleine Veränderung oder eine kleine Reise zu machen oder eine Bildung oder Ausbildung, dann sollst du das eher noch zurückhalten oder die Kontakte zu Verwandten, weil das bremst etwas, sei eher zurückhaltend. Das ist nicht der richtige Augenblick, da zum Handeln. 23. Mai steht Mond mit Pluto in Verbindung. Und das sind Themen Konzentration. Konzentriere auf dem Wesentlichen. Was möchtest du lernen? Welche Kontakte möchtest du pflegen im Nachbarschaft oder im Verwandten? Was möchtest du im Internet erreichen oder hast du einen Bezug zum Medien? Aber reduziere das. 24. Mai steht Merkur im Diamant und das heißt, es kommt etwas im Glanz oder es klärt etwas auf oder die Wahrheit kommt ins Licht und es beschleunigt etwas und das sind Themen wie Loslassen, aber bei Merkur-Energie handelt sich eher um Terminen und Verträgen. Im selben Tag übergeht Mond im Steinbock und aktiviert Themen wie deine Wohnsituation. 26. Mai ist Halbmond im Wassermann. Das ist eine gewisse Spannung, Unsicherheit. Themen sind Kinder oder Lebensfreude. Kann bedeuten, dass du freust dich auf etwas und dann kommen Einflüsse von außen und dann kommt wieder diese Strenge, so empfindest du es in diesem Tag. Dieser Halbmond ist exakt um 17.34 Uhr. Es fehlt die Feuerelement, es fehlt die Kraft, es fehlt die Mut, es fehlt die Begeisterung. 27. Mai steht Mond mit Neptun in Verbindung. Das ist schon interessant, weil beide haben ähnlichen Essenz. Beide haben einen Bezug zu unserer Fantasie und Träume. Und das spüren wir ganz intensiv. Und wenn wir in dieser Vorstellungskraft bleiben, in diesem Traum glauben, das kann auch ein Traumbild sein, dass wir etwas träumen und das ist eine wichtige Botschaft in diesem Tag, dann können wir das verwirklichen. 29. Mai übergeht Mond im Tierkreiszeichen Fischen und das hat Einfluss auf deinen Alltag oder Arbeit oder Gesundheit. Und 31. Mai übergeht Mond im Widder und aktiviert Themen Partnerschaft oder Themen wie ein Neuanfang. Liebe Salia, so könnt ihr dein Monatshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.